einen Adler nur von den gleichen Personen zu fliegen. Dagegen ein Falke konnte er ausgebildet werden und die hohen Herrschaften haben ihn fliegen können, wenn sie die Technik beherrscht hatten. Das ist also bei Großgreifvögeln weniger möglich. Sie sind also weit persönlich. Und hier zeigt sich der Weißkopf, der noch einmal von seiner besseren Seite. Ein paar Landungen natürlich da unten.